Mega Kulisse. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal mit den Jungs den Alpencross. Start in München. Bus wird gepackt. Sind hier am Goetheplatz. Da kommen die Nachzügler. Wir sind in Chur angekommen. Mega Aussicht und gutes Wetter. Glücksfinger oder so ähnlich. Jungs, da hinten müssen wir hoch. Schön vorsichtig, jetzt geht's runter. Johannes, was, wie heißt der Berg da vorne, wo wir hoch müssen? Sag's mal für die Kamera. Rothorn. Rothorn, 2800 Höhenmeter. So, da kommt die Rasselbande. Erster Trail! Mega Trail. Und hier wird am Setup einfach mal nach dem Trail nochmal geforscht. So, unser Alpencross ist ja so, dass wir eine Mischung aus Lift und Tret machen. Und so sieht es hier mal aus. Und da geht es jetzt hoch. Trailbahn. Lenzer Heide. Mega Panorama. So, ab in den Trail! Woo! Hot City! Da kommen die Jungs. Mega Trail. Neues super Floyd. Für 90% der Menschheit fahrbar, meines Erachtens. Super schön. Macht echt Laune. Super Panorama. Da kommt die Gondel runter. Und da kommt der Holger. Wir sind noch mal hoch mit der Gondel und es verfolgt uns eine schwarze Wolke. Und das ist noch der Trail. War nicht schnell, ist ziemlich langsam gefahren. Der Tunnel. Erster Tag von Chur nach Arosa. Es waren mega Trails dabei. Wir hatten schönes Wetter, sind die Trails sogar zweimal gefahren und sind über 3000 Höhenmeter nur bergab gekachelt. War super lustig und am Abend hat es dann angefangen zu regnen.
Marc hat irgendwo gelesen, dass die Gondel bis 20 Uhr geht. Zum Glück sind wir dann pünktlich zur letzten Gondel unten angekommen und konnten praktisch nochmal hoch. Sonst wären wir einfach nochmal 600, 700 Höhenmeter hoch, weil wir den Trail runter nach Arosa nehmen mussten. Der Regentag hat sich da schon angekündigt. Es war einfach bewölkt, es hat immer wieder mal gedonnert. Und wie ihr seht, haben wir einfach Regen im Hotel erst bekommen, was sehr, sehr positiv war, weil wir es einmal trocken geblieben sind. Vor dem Regen kommen wir rein ins Hotel. Die ersten Tropfen fallen. Mega schön. Erster Tag, wir haben es geschafft. Und die Jungs wollten mal sagen, von wo nach wo? Von Kur nach Arosa. Top. Wir sind einen Teil mit dem Lift gefahren und einen Teil haben wir pedaliert und es waren mega geile Trails. Was meint ihr? Prost! Super schön. Perfekt. Und da drüben ist der Rest. Nach der Ankunft ist es dann richtig losgegangen. Es hat teils gehagelt und es hat richtig geregnet. Tag 2. Wir starten bei schlechtem Wetter. Genau, mit Räderservice. Die Gruppe ist dabei. Julius kommt auch schon. Moin. Lars, bist du fit? So fit. Aha, und wer ist hier? Auch fit? Sagen wir noch vor dem Anstieg. Eieiei, sagen wir noch vor dem Anstieg. Die Räder werden noch geputzt. Rivella wird noch zu sich genommen. Motorboot. Ich habe einen Flieger und der Pilot. Ja! Der erste Trail und die flippen alle aus. Da kommt der nächste. Jawohl. Morgens noch frisch und kühl. Holger voraus. Ja, wir haben gesagt, die Sonne kommt langsam. Ciao, ciao, Veronika. Und der Johannes ist gut drauf. Bei einem läuft der Motor. Es geht weiter bergauf. Weg ist aber gut, also kein Stress. Lup. Holger fährt vorne. Mega Häuser in der Schweiz. Auf geschätzt 800 Höhenmeter. Gut zu wissen, es gibt auch eine Feuerwehr in dem kleinen Bergdorf. Mega schönes Schweizer Bergdorf. Super schöne Holzhäuser. Wow. Ah ja, das ist für die Feuerwehr. Von der Feuerwehr. Wow. Kann man sehen, der Nebel vom Kachelofen zieht über das Dach. Sensationell. Johannes hat die Spitze übernommen, aber Holger ist hinten dran. Mega Trail zum Bergauffahren. Und eine Wahnsinnslandschaft in der Schweiz. Wow. Richtig mystisch. Und das Wetter hält auch. Wir da drin stehen, oder? So, wo sind wir, Jungs? Sagt's mal auf. In der Schweiz. Ja, genau. Zwischen Davos und was war's? Arosa. Arosa, genau. Ah, okay. Und was ist unser Ziel heute? Nach Davos die Hütte, wie heißt sie? Am Jakobshorn. Jakobshorn, ja. Jakobshorn, perfekt. Und die Sonne meint's gut mit uns. Hey, wir sind noch nicht da. Warte mal. Ring, ring. Da fahren wir. Mega Kulisse. Also hier läuft der Trail. Am Hang entlang. Hier ist das schöne Tal. Da unten ist ein weiteres Dorf. Und jetzt geht es hier noch hoch. Ich weiß nicht, ob es man in der Kamera sieht. Aber da geht die Treppe hoch. Da muss man dann steigen. So. Ich schätze mal so 200, 300 Höhenmeter. Hier sieht man einfach mal, wie steil es hier runter geht. Ich glaube, wenn es hier richtig regnet, ist das hier ein reißender Bach. Und da ist der Rest der Mannschaft. Alles gut? Super. Da kommt sie. Seht ihr den Holger? Da ist die Treppe.
Eine Wahnsinnswand. Unglaublich. Spektakulär hier. Ja. Wir wollen hier Brotzeit machen. Und da müssen wir rauf. Jeha! So, jetzt sitzen wir wie die Hühner auf der Stange. Es gibt Brotzeit. Nee, auf der Leiter. Einen Schritt nach dem anderen. Aber ihr merkt, der Nebel zieht hoch. Oder runter. Oder wohin auch immer. Da geht's auf. Da geht's auf. Wer sein Rad liebt, der trägt. Wir den Nebel so ein bisschen sehen. Sieht richtig mystisch aus. Salut. Und Spaß. Ebenfalls. Zum Glück bist du noch an die Fahne. Alles auf Video. Blauer Himmel. Totaler Nebel. Ich hoffe, wir lassen das schlechte Wetter hinter uns. Hurra, es hat aufgerissen. Über den Wolken. Neugier. Erste Kontaktaufnahme. Holger, was ist das für ein Skigebiet? Oh, schöne Bergstation da hinten. Da, wo es hingehört. Da, wo es hingehört. Da hört ihr es. Wer hat's erfunden? Und damit ging es wieder ab in den Trail Richtung Davos. Mega flowig, super einfach zum Fahren für uns alle. Und ja, ihr werdet das sehen. Wir fahren kein Motorrad. Oh, Epic Trail. Ist der geil. Schön Fahrrad fahren. Quellerpack. Durch den Tunnel. Ja, da ist sie. Strellerpass, da sind wir jetzt oben. Wir sollten um halb los, also in 25 Minuten. Auf der Hütte. Sonst ist es nicht entspannt. Jeder hat es geschafft. Also wir fahren von Pause zu Pause. Es macht Spaß. Wir sind heute 1200 Höhenmeter getreten. Du bist super fit. Die anderen so unterschiedlich. So unterschiedlich. Jan, wie geht's dir? Gut. Ja? Was macht der Helm? Läuft? Hält? Ja. Gut. Ich würde jetzt gerne Julius? Kurze Einschätzung. Ja, könnte besser sein. Nico, aber das kannst du mir eigentlich meine Ersatzbahn nochmal wieder zurückgeben? Was? Das Ersatzband, was du vorher geschweißt hast, kannst du mir das kann ich dir gerne zurückgeben, ja. Warte mal ganz kurz. Kommt noch was raus? Nee, dann bin ich hier im Tisch, bitte. So süß der Hund auch ist, es war dann so, dass er vom Jan den Rucksack angepinkelt hat. Ja, hallo. Ja, hallo. Na du? Ja. 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 Ja, ist das gut? Der Nico ist ziemlich gut. Wir sind hier über dieses Joch gekommen. Hier rüber dann Strehlerpass, da sind wir jetzt. Fahren jetzt hier Panoramaweg da in Richtung
Weißfluh und dann eben hier rüber und runter nach Davos. Nach Davos. Und dann auf der anderen Seite hoch zu der Unterkunft. Auf der anderen Seite fahren wir dann hier mit der Bahn entweder gleich nur auf die Jeschalb oder eigentlich war der Plan ganz hoch und dann mit dem Radl eben hier runter auf die Jeschalb. Ah, perfekt. Oder wir können es auch treten. Du kannst auch von unten hochtreten. Das ist, Davos ist 15:40, Jeschalb ist 19:30. Mega schön. Ja. Da geht es ein bisschen runter. Ein echt schöner Weg. Die drei Zinnen in Kleinformat. Dip, dip. Leider ist es neblig. Probieren wir mal die Liftspur hochzufahren. Mal schauen, wie weit ich komme. Da haben wir dann probiert, die ersten Meter die Liftspur hochzufahren. Aber es wurde steiler und steiler und es war fast nicht möglich. Naja. Schaut mal, was ich gefunden habe. Einen Atomic-Ski. Aber leider ist der zweite nirgendwo zu sehen. Da sieht man die James-Bond-Gondel. Aber hier steht Roger Moore. Hier ging es dann wieder ab in den Trail Richtung Davos. Wie ihr schon seht am Horizont, die Wolken sind schon da und es hat dann auch mies zum Regnen angefangen. Aber wir haben uns alle wacker geschlagen und sind noch pünktlich zur nächsten Gondel gekommen. Da sieht man mal, was eine Piste so ausmacht. Gell? Krass! Kleines Schneelabyrinth. Und leider kommt der Regen. Schneefräsen. Und der Johannes. Wir fahren Richtung Davos. Leichter Regen. Johannes ist vor mir. Aber es geht sich noch aus. Und das sind Schneekanonen. Krass. Gold mit Karte zahlen. So, wir sind in Davos angekommen. Sind wir bei der Jakobshornbahn, denke ich mal, heißt die. Und da oben schlafen wir. 400 Höhenmeter im Regen. Der Trail endet hier. Aber für alle Bike-Freunde, das ist der Hammer. Davos hat mega geile Trails am Start. Leider regnet es jetzt. Naja, hoffentlich wird es morgen besser. Es ist zu sehen, Tag 3. Es regnet. Tag 3 und es regnet. Es sieht noch aus wie Regen. Ja. Übrigens, super Übernachtung hier. Jetzt sieht man es richtig. Es regnet. Na Jungs, habt ihr gute Regenklamotten? Wie ist denn die Stimmung? Super. Fein, macht ihr das. Kommt mal in den Regen, habt ihr auch den Perleffekt? Oh, das dickert schon durch. Oh, hier auch. Eieiei. Melone. Melone. Die Bahn. Die Bahn ist da zum Gipfel. Man hört den Regen. Jungs, schaut mal in die Kamera. Was sind die Grundsätze für heute? Der Regen wird weniger. Ja, Die Sonne da oben. Da oben kommt die Sonne raus, alles klar. Hört ihr das? Ja, schon den Gipfel gerade. Ist das sichtbar?
wir sind oben angekommen, aber jetzt ist der Regen weniger geworden. Dafür schneit's. Schneeregen. Da sind die Trails. Haltung! Video wird aufgezeichnet. Heute mal durch Regen. Oh, bekommen wir alle drauf? Lächeln, Jungs, ihr seid auf dem Video. So, lacht mal. Totenstille. Wir kämpfen uns den Berg hoch. Bei Wind und Wetter. Mount Everest, 3000 Höhenmeter. Wir sind auf dem Epic Trail. Wir sind dann den Epic Trail gefahren, der ungefähr 40 Kilometer lang ist. Am Anfang, wie ihr sehen könnt, ein wenig verblockt, aber etwas weiter unten wird er dann sehr flowig, also sehr schön zum Fahren. Und es geht so ein bisschen bergauf, bergab und es macht einfach mega Laune. Wenn es trocken gewesen wäre, hätte man es einfach noch mal ein bisschen mehr krachen lassen können. Leichtere Nieselregen und die Frisur hält. Ja, hat sich's gelohnt. Yeah! Gut. Yeah. Regen ist lach. Da ist unser Trail. Heute Richtung Alpgrün unterwegs. Sehr gut, Holger. Wir sind auf dem Epic Trail, beschrieben mit S1. Sehr flowig, sehr einfach zu fahren. Macht mega Laune. Vor mir ist der Marc. Wie man jetzt sehr gut sehen kann, jetzt ist es einfach flowiger geworden und etwas einfacher zum Fahren. Ja, leider hat das Wetter uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es hat einfach weiter geregnet und es ist immer stärker geworden. Wir sind dann ins Tal runtergefahren, kurz durch ein kleines Dorf und dann auf der anderen Seite den Trail wieder bergauf, was aber auch sehr viel Spaß gemacht hat und was man auch sehr gut fahren konnte. Haltung! Aus dem Sattel mit ja, dir! Aus dem Sattel! Ja, ein bisschen auch die Luftkilometer geht. Ja, bin ich auch. Was denn? Regen, 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 aber wir haben uns die Laune nicht verderben lassen und sind dann auf der anderen Seite wieder nach oben gefahren, wo dann jeden warm geworden ist. Was man dann ganz gut sehen kann, es sind immer kleine Bäche da, von oben einfach runterkommen, was mega cool aussieht, die mit Sonne kleinen Brücken und das Panorama sieht einfach atemberaubend aus. Also die landschaftlich ist dieser Epic Trail wirklich sehr zu empfehlen und macht so einfach Laune. Aus. Holger fährt und wo ist der Rest? Wir halten uns wacker. Lars ist vor mir, Kühe springen auf die Seite. Und es geht dahin im Regen. Das Wasser kommt aus den Bergen. Na Johannes, bist du nass? Die Jungs kommen runter. Der Jan. Haltung!
und ein schönes Dörfli. Eine sehr gute Lösung für beide. Könnte sich mal Tirol wirklich ein schönes Beispiel nehmen. Funktioniert in der Schweiz. Tag 3, wirklich schöne Trails. Wenn sie trocken sind, fahren sie sich bestimmt sehr flowig. Mit schönen Wasserfällen. Hammer. Wirklich super schön. Die Kamera läuft mit. Schlüsselstelle. Jeder schiebt. Es wird was, es wird was. Es kommen alle drüber. Alle kommen drüber. Mega geiler, flowiger Trail. Juhu! Oh, fahr halt! Du. Fahr halt! Hopp, durchfahren! Sehr schön! Mega Trail, scheiß Wetter! Arsch in die Höhe! Sehr schöne Haltung! Super! Sehr schön! So lobe ich mir das! Sehr schön! Haltung! Ein Tunnel. Vorsicht, Julius, ich komme. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 Schwyz, hopp. Da sind wir durchgekommen, aber leider zu spät. Na Jungs, wie ist die Stimmung? Ganz schöner Trail hier mit dem Zug, ja? Wir haben uns dann entschieden, den Zug zu nehmen, weil wir bei diesem Wetter über den Pass nach Alpgrün nicht fahren wollten. Und somit hatten wir eine etwas längere Zugstrecke. Es hat dann zum Glück aufgehört zum Regnen und das Feuer hat uns dann gewärmt. So, Dala, Tag 4. Jan putzt sein Fahrrad mit Gießkanne. Bringt sehr viel. Genau, so sehen die Räder heute aus. Final oder Alternative? Gestern hat es mega geregnet, wir waren alle nass, feucht. Sind es heute noch, oder Lars? Trockengelegt. Herr Bender? Alles trocken. Alles trocken. Genau. Glaubt denen kein Wort. Aufstellung, Briefing. Also, ja, Papa. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Ja, ja. Das ist gut, ihr seid alle ausgeruht. Ein falsches Lächeln auf. Hoch geht's! Sein Tourguide-Lächeln. Wir werden es alle nicht schaffen, aber ich bin trotzdem freundlich. Also anfangs haben wir hier einen S1-Trail runter Richtung Foschiaro. Und heute das Thema ist, dass wir aus der Schweiz nach Italien fahren. Nach Tirano, das ist heute das Ziel. Und dann fahren wir unten am See lang. Wir versuchen die linke Seeuferseite. Dann werden wir auf der See-Südseite werden wir dann Mittagessen. Wenn wir Hunger haben. Wir haben es gehört, der ist gefilmt. Gletscher. Und da oben haben wir geschlafen. Erster Trail. Oh. Die Kamera ist an.
kommen wir. Sehr schön. Genau, Ellbogen nach draußen. Fein. Sehr schön. Sehr gut. Ein sehr, sehr schöner Trail. Trail, Trail, Trail. Hopp, hopp, hopp. Aufstehen. Weiterfahren. Aus dem Sattel mit dir. Tag 4 und wir verlassen die Schweiz. Wir haben jetzt gleich die Grenze zu Italien. Ja, es schlängelt sich dahin. Von unserer Unterkunft sind wir jetzt ja, endlos geile Trails gefahren, mega gut. Und hier sind die anderen. Tudum, tudum. Jungs, wie ist die Stimmung? Yeah. Oh. Machen wir es auch noch drauf? Da geht's wieder durch den Tunnel. Wow, der ist nicht hoch. Wow, schaut euch dieses türkise Wasser an. Mega. Grenze zu Italien. Und von da oben kommen wir. Alpgrün. Alpgrün. Das weiße Haus, was wir da oben sehen. Ja, genau. Tag 4 und wir kurbeln uns weiter hoch. Tatsächlich haben wir beim Hochkurbeln dann noch Sonne erwischt, was sehr, sehr angenehm war. Und unsere nassen Klamotten sind relativ schnell getrocknet. Geht konzentriert. Ah, jetzt gibt es ein Äpfelchen. Aber er ist halt zaghafter, ne? Ja. Er ist so mehr hier derjenige, der richtig will. Komm. Lecker, 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 lecker. Gierig. Und er mag auch gerne Äpfel. Ja, auf den Geschmack gekommen. Ja, gell? Ja, sauber. Du schmatzt nicht so. Aber hier, ja, mal schauen. Es geht viel höher hier. Kurze Pause. Wir schrauben uns die letzten Meter hoch. Mega Aussicht, Wetter hält, läuft. Geschafft, da ist unser Ziel, links runter, hurra, hurra, wir werden belohnt. Sind wir wirklich oben? Das seht ihr, wenn die Lichter angehen. Dämpfe auf. Mega Trail, juhu! Die Sonne im Rücken, da lässt sich's reiten. Spitzkehre, gut genommen! Bomber die Bomber! Oh, da muss man innen ansetzen, knapp und dann geht's rum! Geiler Trail hier. Juhu! Schönen Spitzkehr. Da
da geht's runter. Und von da hinten sind wir heute gekommen. Herunter und die Straße hoch, darüber und dann hinter dem Berg. Und jetzt geht der Trail hier runter. Mega schön. Yeah, schön. Sehr schön. Gute Haltung. Rodeo reiten. Juhu. Alter, Röderweg hier. Das ist mega. Sehr gut, Marc. Mega gut. Der alten Mauer entlang. Super schön. Du Sonnenuntergang. Juhu. Tag 5. Es regnet mal wieder, aber nicht so stark wie das letzte Mal. Julius ist schon perfekt in Regenklamotte. Und ich wette mit euch, in 2 Minuten ist er wieder in kurzer Hose unterwegs. Macht nichts, dann ist das so. Er schwitzt. Weil regnet nicht. Lars, gute, was sagst du? Perfekt. Und ich hab wieder fertig. Der Jan, der einsame Wolf, fährt hier wieder vor. Die Kinder freuen sich die Bolle auf das Video, ne? Den hab ich schon erzählt, die sagen so, wir wollen unbedingt das Video sehen. Aber es muss erstmal geschnitten werden, mein Lieber. Genau. Geschnitten und zensiert. Es kommt alles. Holger muss sich heute wieder einschenken. Er kennt keine Gnade. Genau, ich hatte gestern Bier zu viel. Genau, hatte. Bier muss raus. Bier muss raus. Der Tag hat sich jetzt wieder richtig eingeregnet, aber wir sind alle einigermaßen angekommen. Schön, dass wir nicht da oben sind. So, der Regen hat uns erwischt. Na, jetzt kommt typisch wieder ein Traktor. Nice, das steht da, gell? Schöne kleine italienische Gassen. Gestärkt und getrocknet fahren wir wieder der Regenwolke entgegen. Entfliehen wir der Regenwolke. Kein Glück. Na Julius, alles fit? Na klar, bei dir? Easy. Bist Super. Du trocken oder feucht? Noch bin ich trocken. Gut. Mal schauen, wie es gleich ausschaut. Wir fahren runter. Höhe halten. So, alle da. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Schöne Aussicht. Da. Wunderschön durch die Gassen Italien. Und Julius, läuft's gut? Bei dir? Ja, fast. Kann mich nicht beklagen. Super. Auch an dem Tag haben wir dann doch noch ein, zwei Trails gefunden, die schön flowig bergab gegangen sind. Und wir mussten aber auch ein bisschen Asphalt schrubben, weil einfach die Wegstrecke sonst zu lang geworden ist. Und die Erschöpfung bei so vielen Trails ist ja auch gegeben und deswegen ja, sind wir auch mal ein bisschen Straße gefahren. Zwei Gründe. So, jetzt schauen wir, wo der kürzeste Weg ist. Also jetzt gehen wir dann nur rechts.
Die letzten Meter, Jungs. Tag 5 zu Ende. Perfekt. Dein Tag, los. Mein Tag. Tag 5. Und? High five, man. Super gemacht. Gut, habt ihr das gemacht? Ja, super gemacht. Genau, perfekt. Und da essen wir jetzt und schlafen. Tag 6 beginnt. Marc ist fleißig am Schrauben. Die Jungs sind auch fit und ich habe anscheinend einen Platten. Irgendein Arsch hat mir die Luft ausgelassen. Wer war's? Und ich muss Reifen wechseln. Aber alle anderen sind auch noch mega beschäftigt. Bremsbeläge wechseln und so weiter. Mal sehen, ob das Wetter heute hält. Die Rampen können nicht gefahren werden. Sogar Holger. Was ist los, Holger, heute? Ich hab keinen Bock. Keinen Bock. Julius, warum hast du keinen Bock? Keine Luft in den Wadeln. Keine Luft in den Wadeln. Jetzt kleff halt. Kleff halt. Hol dir den Jan. Oben sind wir durchs Tor und haben uns versteckt. Jungs, wo seid ihr? Ja. Wo sind wir denn? Er hat gesagt, hochziehen und dann aufmachen. Genau. Den, das ist der Trick. Weißt du? Irgendwo. Die anderen sind nicht hier, oder? Wir sind nur anders gegangen. Aber, ach, da ist die Kamera. Komm. Ah. Jungs, wo seid ihr denn? Bäh! Wir sprechen alle Schafe. Das Pferd und die Kuh. Bäh! Sind wir on track? Ich glaub schon. Zu viele Köche verderben den Brei. Ja, um darüber zu queren auf dem Track, der ungefähr 600 Meter weg ist. Also, das ist komplett anders. Italienisches Lebensgefühl. Da hoch? Gut. Bist du fit? Bisher? Super. Frag mich nochmal in 2 Stunden. Geht mal wieder bergauf. Na, wie ist die Stimmung, Jungs? Super, hier. Ja, ja, ja. Ja, jetzt nochmal von hinten diese Perspektive. Alle den gleichen Rucksack. Ja, hallo? Ja, hallo? Wo war das nochmal mit dem Loch im Zaun? Ah, geht mal wieder bergauf. Voll konzentriert, alle. Kollektives Hochschieben. Ah. Leichter Nieselregen, abwechselnd mit Sonne. Und Jungs, macht Spaß? Super! Ja. Höheren Gipfelzinn. Der Regen hat uns wieder. Der Regen wird ein Ticken schwächer. Aber 2000 Höhenmeter Kurbeln im strömenden Regen ist schon ganz schön krass. Naja. Aber wir müssen über den Pass. Wetter wird zunehmend schlechter. Es kommt noch Wind dazu auf. Hui. Naja, bin mal gespannt. Das Wasser rennt die Straße runter. Und wir müssen hoch. Was für eine Scheiße. Platzregen in Italien. Rainy time! Johannes, sag mal deine Schuhe in die Kamera. Oh! Es ist
Wahnsinn. Wir sind jetzt kurz mal eingekehrt und gehen jetzt wieder in den Regen raus. Es wird abartig. Oder Marc? Ja. Was sagst du? Bist du motiviert? Weltuntergang. Ein Kondom über den Helm. So, dann schaut mal raus, wie es da draußen wird. Ja, ja, noch ein paar Kilometer runter. Problem, nach der kurzen Pause sind wir dann nur noch bergab gefahren und haben tatsächlich den richtigen Abzweig übersehen und sind einfach zu weit abgefahren. Somit haben wir uns einfach vom Gardasee wieder entfernt und mussten uns ein anderes Hotel suchen. Einfach eine alte Fabrik. Und es regnet immer noch. Boah, es ist kalt und ich habe keinen Bock mehr. Mystische Stimmung bei der Fabrik. Es ist einfach typisch für Italien, dass solche Fabriken oder Häuser einfach verfallen und nichts mehr passiert und nichts mehr daraus gemacht wird. So, es regnet immer noch. Und es ist arschkalt. Jetzt ist der Super-GAU passiert. Wir sind falsch abgebogen und jetzt in einem anderen Tal, 100 Kilometer vom Gardasee. Jetzt müssen wir uns ein neues Hotel suchen. Oder nochmal 6 Tage Alpenpost machen. Richtig. Aber zumindest regnet es nicht mehr und die Stimmung ist einigermaßen. Naja. Wir haben eine Übernachtung bekommen. Um 6:30 bis auf die Unterhose nass. Und mein Tag ist dafür morgen K.O. Der den Tag geplant hat, Julius. Scheiße, ey. Die teuerste Flasche geht auf mich. Schaut doch alle in die Kamera hier. Das ist ja langweilig. Alter Schwede. Nach dem Regen kommt die Sonne. Also trocknen wir alles und fahren 80 Kilometer zum Gardasee. Letzte Etappe. Schauen wir mal, heute was haben wir falsch gemacht? Alex, wir haben alles richtig gemacht. Was haben wir richtig gemacht? Wir haben alles richtig gemacht. Tag 7. Dann ist es wirklich auch so ein halb voll. Aber jetzt muss ich mal fragen, was war denn gestern so schlimm? Super, im Regen vom Berg. Wetter war. Die Fahrräder sehen aus wie neu. Gut, das muss man das Positive auch wieder auch sehen. Halt eben, wir kommen an, die Fahrräder sind blitzblank. Und Glied! Wie du es gehört? Windschatten fahren. Läuft! In Windschatten gefahren. Einzel. Sollen wir mal hüpfen? Wir fahren am Idrosee vorbei. Wir sind falsch abgebogen. Letzten Meter ins Ziel. Juhu! Die letzten 80 Kilometer zum Gardasee haben wir dann auch noch geschafft. Das Wetter hat sich dann auch noch verbessert und es ist einfach Sonne rausgekommen und die Wärme vom Gardasee. Hurra, hurra, Panale Café. Eieiei. Drei Worte zur Transalp, Marc. Was hat dich gereizt? Was war gut? Was war schlecht? Was war schlecht? Alles war super. Hat sich alles mal sehr gut ergeben. Ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat. Was hat denn geklappt? Dass dabei die Trails war. Am Anfang waren super geil, fand ich. Okay. War super also, geil. War super geil. Der Epic Trail, auch im Regen. Auch fantastisch. Im Regen. Ja, auch die anderen Tage. Top. Alles in Ordnung. Jan! Wir sind nicht erfroren. Wir sind da, wo? Wo sind wir denn eigentlich? Heute nochmal der Dornen-Trail. Eine Woche Sonne, Spaß.
Kaum Regen und Leiden. Im Negligé. Spaß und Leiden. Also wir sind nicht mit dem Flixbus hierher gefahren von Chur, sondern wirklich über die Alpen. Ja, hat Spaß gemacht. Überlegt haben. Ja, ja. Der hat Spaß gemacht. Ja, war super. So. Tipptopp. Danke, super. Jungs. Zielfoto auf der Ponale-Straße oben an dem Café. Wir sind alle gesund am Gardasee angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. GPS-Tracks stelle ich noch rein und lasst einen Daumen hoch da und bis bald. Ciao, ciao.